Hallo, und da bin ich auch schon wieder. Hattet ihr auch schon mal das Problem, dass bei einem Spiel von euch eine Fehlermeldung angezeigt wird? Ich zeige jetzt mal das Beispiel, wie bei Call of Duty World at War, dass da so eine .dll-Fehlermeldung kommt. Da steht dann zwar, dass man das Programm neu installieren soll, aber es geht auch einfacher. Dazu ladet ihr euch in der Videobeschreibung den passenden DirectX Installer nochmal neu runter. Habe ich jetzt schon vorbereitet alles. Installiert den. Stimme zu weiter. Am besten hier bei Bing Bar wegklicken, weil es einfach nur so eine Suche, braucht kein Mensch eigentlich. Installiert das. Ich mache jetzt einfach mal kurz Pause. Ah, oder? Schon fertig? Nee. Ja, okay, ich mache kurz eine Pause und lasse es kurz machen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich es jetzt gedownloadet und ist auch gleich fertig, was das Installieren betrifft. Und ja. Danach müsste das Spiel eigentlich wieder gehen. Wenn es nicht geht, schreibt es in die Videobeschreibung. Ich bin sicher, dafür finde ich eine Lösung. So. Jetzt ist es auch endlich fertig. So, um euch zu zeigen, dass es jetzt geklappt hat, zeige ich das jetzt in meinem Spiel. Abbrechen. So, und wie ihr seht, Call of Duty World at War funktioniert. Und was ich auch noch gleich fragen wollte, ist, was haltet ihr von einem Call of Duty Let's Play? Schreibt einfach in die Videobeschreibung, was ihr davon haltet, und ich werde danach gucken. Gut. Das war's dann auch bei Fragen in die Videobeschreibung.